Es ist die Hahnenkammwoche 2021. Daran wollen wir zumindest ganz fest glauben. Herzlich willkommen bei Krone oder Kasperl. Ja, Peter Fraunheder, wird es auch wirklich die Hahnenkammwoche 2021? Servus. Ich wünsche es mir von ganzem Herzen. Ich sage auch, es wird die Hahnenkammwoche 2021. Aber wir kennen natürlich alle die Probleme. Letzte Woche hätten dort zwei Slaloms stattfinden sollen, wurden wegen dem Corona-Cluster im nahen Jochberg dann letztlich abgesagt, nach Flachau verlegt worden, meines Erachtens trotzdem sehr, sehr spektakuläre Rennen. Ja, jetzt sollten wir zwei Abfahrten und einen Super-G fahren am Wochenende. Gibt es aber schon wieder, ich will das Wort ja eigentlich wirklich gar nicht mehr in den Mund nehmen, aber es gibt leider schon wieder Corona-Aufregung. Heute Morgen wurde ein positiver Test ausgerechnet vom FIS-Renndirektor Markus Waldner bekannt. Der wird somit definitiv nicht in Kitzbühel sein. Ich frage mich immer wieder, wie das alles geht, weil Menschen, die in einer Bubble ohnehin leben, wo alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, werden, wie in seinem Fall, trotzdem positiv getestet. Ja, keine Ahnung mehr. Ich glaube, es kennt sich keiner mehr aus. Es versteht die ganze Sache keiner mehr. Peter Schröcksnall, Skipräsident, hat versichert, dass es sichere Kitzbühel-Rennen geben wird. Und ich würde mich sehr freuen, weil ich glaube, wir sehen uns alle noch ein bisschen an der Abwechslung, Michi, oder? Ja, absolut. Du hast schon übrigens, kann man da hinschwenken, du hast schon die Bergschuhe oder? Für Kitzbühel, ich oder? Ich habe gewusst, dass der Seitenhieb heute kommt. Aber man darf ja nicht unterschätzen, ich reise ja aus dem hochalpinen Mittelburgenland an. Da ach so, muss man schon okay. Entsprechend gerüstet na, sein an Tagen wie diesen. Nur, dass ich das der Ordnung halber auch erwähne. Pass auf, dass du keinen Höhenlagenschock kriegst. Ja, das ist gefährlich. Darf man nicht unterschätzen, in der Tat. Apropos der Ordnung halber, da sind Sie. Ich darf vielleicht kurz auf den aktuellen Stand bringen, was denn jetzt Sache ist in Sachen Corona-Infektion von Markus Waldner. Es heißt von der FIS offiziell, dass sämtliche Kontaktpersonen des Herrn Waldner im Nachhinein natürlich getestet wurden und allesamt ein negatives Ergebnis ausgespielt haben. Wie kann aber er dann positiv sein? Unter Anführungszeichen. Peter Schröcksnadl hast du schon erwähnt. Er hat gesagt, es hat in der ÖSV-Bubble noch gar keinen Corona-Fall gegeben. Du kennst Peter Schröcksnadl, du kennst den Mechanismus, du kennst den Skizirkus besser wie wahrscheinlich die allermeisten Journalisten in Österreich. Steht das alles wirklich auf so sicheren Beinen? Und das hoffen wir, weil auch das sei der Ordnung halber erwähnt. Wir planen als Krone wirklich Großes in Kitzbühel. Oder ist es ein bisschen Maskerade und Show? Schau, es soll von Krone-Seiten ein Mediacenter dort geben. Natürlich auch das mit allen möglichen und erdenklichen Sicherheitsvorkehrungen, sprich, wir werden dort laufend getestet, wenn wir dort reingehen. Auch die Gäste, die kommen, werden getestet. Schau, Kitzbühel ist so wichtig. Wir haben bei den letzten Rennen schon so viele TV-Zuschauer gehabt. Hat sich immer bei den Herren im Millionenbereich und darüber bewegt. Die Leute sind zu Hause. Den Leuten ist natürlich langweilig. Und umso mehr sehnen sie sich noch ein Spektakel, wie wir das in Kitzbühel erwarten dürfen. Zwei Abfahrten auf der Streif, brauche ich da nicht sagen, was das alles bieten kann. Ich hoffe, keine schweren Stürze. Aber wir werden Bilder sehen, die uns alle mitreißen werden, wie jedes Jahr auf der Streif. Peter Schröcksnall hat mich am Samstag angerufen, am Nachmittag. Ja. Schon langsam wird's da warst du, warum er mich angerufen hat. Was glaubst du, warum er mich angerufen hat? Wahrscheinlich hat er nicht schlafen können. Nein. Weil wenn er verliert, ruft er nie an, wenn wir gewinnen, dann meldet er sich immer so mit den Worten, ich hab das ja gleich gesagt. Ne? Ein alter Taktikfuchs, der ja, Peter. So wie ich halt bei meinen Prognosen. Absolut, danke fürs Stichwort. Machen wir eine? Das ist jetzt die ideale Steilvorlage. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fraunis Vorhersage. Also bitteschön, junger Mann, was wagst du denn für eine Prognose Kitzbühel betreffend? Wie viele Siege werden wir, also wir, die österreichischen Skifahrer, absahnen? Wir werden in diesen drei Rennen zwei Siege feiern können. Es ist jetzt wieder eine gewagte Vorhersage, nur du freust dich, wenn sie nicht eintreffen. Drum. Eine Abfahrt gewinnt Matthias Mayer, die andere Abfahrt gewinnt Vincent Griechmeier und wir können... Anstoßen können wir nicht, weil das dürfen wir nicht, aber wir können innerlich jubilieren und uns freuen, so wie letztes Jahr, wo auch der Matthias gewonnen hat. Im Super-G am Sonntag halte ich die Siegchancen für ein bisschen geringer, aber wie gesagt, die zwei Burschen, wenn es vielleicht beflügelt sind von einem Sieg dort, dann könnten sie auch noch, ich bleibe bei zwei Siegen, Ausschluss passt da. Zwei Abfahrten, zwei österreichische Siege.
Ich persönlich habe mit dieser Prognose jetzt definitiv eine Freude. Also wenn es so eintritt, ist super, weil dann freue ich mich wie die meisten oder wie alle österreichischen Skifans mit den Siegfahrern. Wenn es nicht eintritt, dann werde ich dich genüsslich nächste Sendung dran erinnern. Das weiß ich, ja. Und wenn es eintrifft, sagst du kein Wort, oder? So wie der Schnöcksnadel. Ja, genau. So werden wir das machen. Es ist jetzt, finde ich, an der Zeit, einer existenziellen und essentiellen Frage auf den Grund zu gehen. Nämlich, hat Peter Frauneder in seiner Sturm- und Drangzeit gerne ERV gehört? Natürlich, wie ich jung war, musste man das hören. Das ist gar nicht, du bist gar nicht vorbeigekommen an ERV. Ich glaube, ich weiß, das heißt, was du da jetzt ansprechen wirst, das heißt, oder? Du kannst den Text von Märchenprinz auswendig. Ich bin der Märchenprinz, ich bin der Märchenprinz. Goldkind. In der Provinz. Peter Frauneder in Hochform. Also wir wissen natürlich alle, worauf ich hinaus will. Auf ja, das Märchen, muss man ja wirklich sagen, rund um Manuel Feller in Flachau. Eine unglaubliche Geschichte. Der Bursche hat im Vorfeld bekanntlich für einige Aufregung gesorgt. Hat gesagt, statt in Kitzbühel und Wengern fahren wir jetzt auf einer Märchenwiese. Weil der Hang in Flachau ist natürlich um einiges flacher, passend zu Flachau, als die in Kitzbühel und Wengern. Hat damit vor allem im Damenzirkus für einige Empörung gesorgt. Der Cheftrainer der Österreicherinnen, Christian Mitter, hat sich aufgeregt darüber, hat gesagt, jetzt muss er dann tut aber auch gewinnen. Und was ist passiert? Manuel Feller hat den ersten der beiden Slaloms tatsächlich gewonnen, erster Weltcupsieg. Und der Bursche ist echt ein cooler, lustiger Typ. Er hat sich dann auch als Märchenprinz entsprechend dekoriert und adjustiert. Er hat aber schon so fair oder so ehrlich war er zugegeben, dass er so nervös war wie vor keinem anderen, ja. Weil er sich selbst die Latte auch hochgelegt hat. Natürlich, du, schau, ja, ich verfolge den Skizirkus, wie du weißt, seit vielen, vielen Jahren. Und viele, viele Jahre hast schon, der Manuel Feller riskiert einfach ständig ein bisschen zu viel oder sehr oft ein bisschen zu viel, sonst hätte er längst einige Siege gefeiert, weil wie schnell der Skifahren kann, das sehen wir und wissen wir alle, da braucht man sich nur Teilzeiten anschauen. Ja, hat bis zu diesem Samstag leider nicht geklappt und die Trainer haben immer wieder gefragt, na, könnt ihr ihm nicht ein bisschen sagen, dass er sich ein bisschen zurücknehmen und halten soll, und die haben immer gesagt, nein, man darf den Burschen nicht einbremsen, weil genau das macht ihn so schnell und so gefährlich. Dieses ständige ein bisschen über den Limit fahren. Ja, haben Sie recht behalten. Im zweiten Slalom haben wir es dann eh wieder gesehen. Da war er für mich nach dem ersten Lauf einer der Top-Favoriten auf dem Sieg, aber da ist es halt leider wieder passiert. Ja, macht nichts, wie gesagt, ein guter Typ. Mir hat gefallen, dass er die angeschissenen Windeln seines Buben dann gleich hergezeigt hat, ne? Und gesagt hat, er ist wieder zurück in der Normalität. Das ist halt typisch Manuel Feller. Ne? Lustiges Instagram-Posting, das ja. Er abgesetzt hat. So, ich komme jetzt zu meiner Lieblingsrubrik in dieser Sendung, nämlich zum Hinweis, dass ich Herr Frauneder um kürzere Antworten bitten muss. Schon wieder? Ja, wir haben schon wieder so viele Themen und die ominöse Uhr, die schlägt mir mit entgegen. Wir bleiben natürlich beim Skifahren und müssen uns selbstverständlich auch noch um einen anderen jungen Mann kümmern, den du auch sehr gut kennst, Marco Schwarz, der so ein bisschen die personifizierte Konstanz in der laufenden Saison. Ja, ist unglaublich konstant, wie gesagt, wieder zweimal am Stockerl. Und der Marco ist ein bisschen das Gegenteil von Manuel, weil der halt deutlich weniger schrill, viel zurückhaltender, viel ruhiger ist. Auch auf der Piste viel ruhiger ist, aber im Moment muss man sagen, ist er wahrscheinlich darf man sagen, ist er der beste Slalomläufer der Welt. Und ja, hat auch das rote Trikot an. Weiter so, vor allem der Marco, grundsätzlich wäre er ein echtes Thema für einen Gesamtweltcup. Er fährt auch Kombis, war auch einst ein sehr guter Abfahrer. Ich glaube, er hat sogar bei einer Jordan, wie er immer einmal eine Abfahrtsmedaille geholt. Ja, wir können uns im Moment echt sehr freuen über das Skiteam der Herren. Dort geht wirklich was weiter. Also die Herren haben uns, du hast es richtig erwähnt, natürlich mit Erfolgen verwöhnt an diesem Wochenende. Nicht ganz so erfolgreich ist es aus Damensicht verlaufen. Ramona Siebenhofer hat die Damen zweimal, ja, schon ein bisschen vor einer Blamage bewahrt. Kann man das so formulieren? Ja, es war Blamage bewahrt ist gut, es war jetzt trotzdem nicht das Gelbe von Ei, was dort abgeliefert wurde. Zweimal Riesentorlauf in Kranjska Gora.
Leider ist auch bei den Damen, muss man sagen, der Riesentorlauf im Moment die Problemdisziplin, genauso wie bei den Herren. Und wir sind da, würde ich sagen, Lichtjahre davon entfernt im Moment von einem Sieg oder von einem echten Erfolgserlebnis. Und das ist ja ist ein bisschen enttäuschend, muss man sagen. Ein solches Erfolgserlebnis gab es dagegen bei den Skispringern, bei den Herren, nämlich die haben in Zakopane einen Teamerfolg gefeiert, mit dem so, Hand aufs Herz, Peter, auch nicht unbedingt zu rechnen war. Nein, hat man absolut nicht rechnen können. Wir wissen, haben wir letzte Woche gesprochen, die Bilanz der Vier-Schanzentournee war auch mehr als nur bescheiden bei den Skispringern. Umso mehr hat es mich gefreut und auch überrascht, dass die dann einen Teambewerb gewonnen haben. Ja, schau, noch einmal, das haben wir auch letzte Woche besprochen, ein Typ wie der Stefan Graf, der wird hoffentlich im Laufe der Saison, es gibt ja auch da eine Weltmeisterschaft, noch fähig sein, wirklich ganz nach vorzuspringen. Teilweise hat er es eh schon gemacht. War übrigens nicht dabei in Zakopane. Nein, bei diesem, da war er nicht dabei. Umso überraschender war es, dass wir es trotzdem gewonnen haben. Ja, sehr schön für die Skispringer, sehr schön für die Wintersportnation Österreich, solche Erfolge. Gerade in diesen, wo es eh sehr, sehr wenig zu jubeln, zu feiern gibt, machen uns alle umso glücklicher. Sehr schön ist übrigens auch Australien als Land an sich. Die Bedingungen, unter denen die Australian Open Teilnehmer und Teilnehmerinnen momentan trainieren und hausen müssen, sind wahrscheinlich nicht ganz so schön. Da hinten sehen wir Dominic Thiem bei seiner Ankunft in Australien. Also viel mit Freiheit hat das momentan nicht zu tun, was den Tennisspielern da widerfährt. Nein, die sind dort alle, ich glaube 72 Spieler sind im Moment in Quarantäne, dürfen das Hotel und nichts verlassen, weil es auch dort irgendwo im Umfeld wieder irgendwelche Corona-Fälle gegeben hat. Für einen Dominik ist es ein bisschen bitter, weil er die Lili Roncalli nicht mit hat. Ne? Sonst hätte er wahrscheinlich. Die betreut jetzt der Malzi dabei, oder wie? Na bitte. Naja, der gehört ja irgendwie auch zum Team-Team. Der gehört zum Team-Team dazu. Ich wünsche der Lili Roncalli, dass sie den Malzi nicht so oft trifft. Ne? dass er ihn nie kennenlernt. Das weiß ich nicht. Nein, aber normal, es ist natürlich auch für diese Burschen ganz schwierig, weil wenn du echt das Hotel nicht, das im Wald nicht einmal das Zimmer richtig verlassen darfst, hat es, glaube ich, irgendeinen Fall gegeben, weil irgendwer am Gang mit irgendwem anderen geredet hat, haben sie schon irgendeine Strafe ausgesprochen. Ja. Es ist natürlich wahnsinnig schwierig, da irgendeinen Wasserstand bezüglich der Form von Dominic Thiem abzugeben, aber was hört man denn so aus dem Team, wie er sich präsentiert? Oder was traust du ihm zu dieser Saison und bei den Australian Open? Also alle, mit allen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die ich jetzt gesehen habe im Training in den letzten Tagen und Wochen, sind der Meinung, dass er mindestens auf dem Niveau der letzten Saison ist, wenn nicht noch eine Spur auf einem höheren. Letztes Jahr war er bekanntlich in Australien im Finale, hat ein episches Spiel gegen Novak Djokovic dort verloren. Ich habe mit dem Herrn Malzi übrigens gewettet, dass er wieder ins Finale kommt. Er hat gesagt nein. Das sagt der Malzi aber immer. Der ja. Ist immer pessimistisch. Und wenn der Malzi nein sagt, dann können wir davon ausgehen, dass er es schaffen wird. Ne? Du meinst, der ist ähnlich treffsicher bei seinen Prognosen? Na, Ruhe! Ruhe, ist das bald aus? 1-0. Ich wollte gerade sagen, ich muss ein bisschen längere Antworten bitten. Ja. Wir haben noch ganz viel Zeit, aber wir wollen die Zeit natürlich nutzen. Und zwar, indem wir Sie informieren, beziehungsweise informieren wollen wir Sie nicht, weil das wissen Sie natürlich als treuer Leser von Kronenzeitung und Krone.at. Aber wir wollen zumindest darüber sprechen, nämlich über eine veritable Sensation im deutschen Cup, im deutschen Pokal. Ja. Die stolzen Bayern waren. Prügelnde Hunde verlassen genau, sie da das Spielfeld, die Bayern. Auch unser lieber Herr David Alaba verlässt das Spielfeld mit gesenktem Haupt. Bekanntlich im Cup ausgeschieden. Elferschießen verloren. Holstein Kiel. Viele in Österreich werden sich freuen, weil es gibt schon sehr viele Menschen, die Bayern überhaupt nicht wollen. Und ja, habe auch im Freundeskreis einige Leute, die das sehr, sehr aufgejubelt haben. Ich bin natürlich wie immer neutral, mir Zlatan für den David Alaba. Aber war natürlich eine Sensation, mit der man in dieser Art und Weise keineswegs rechnen konnte. Aber in Deutschland, vor allem in der Bundesliga, ist es ja wirklich ein sehr interessantes Phänomen, das dieser Tage ans Tageslicht tritt, sozusagen. Das haben wir das letzte Mal auch schon besprochen, so niemand wirklich die Tabellenspitze haben, oder?
Nein, es ist ein bisschen eine eigenartige Zeit, was den Ablauf der Matches betrifft. Vielleicht liegt es auch daran, dass keine Zuschauer in den Stadien sind, somit Heimvorteil, kein echter Heimvorteil zumindest mehr ist. Aber für die Spannung ist es gut, oder? Ich glaube, besser als ein Solo von den Bayern, wenn sie mit 15 Punkten schon in Führung waren. So interessiert es die Leute noch mehr. Und ja, wie gesagt, ist auch spannend, es wird ja fast durchgespielt in allen europäischen Ligen. Immer was los im Fußball, zum Glück für uns. Wir haben Abwechslung, wir können uns Matches anschauen. Ja, gut so. Und wir können auch einen Mann begutachten, von dem man weiß, dass er in den Füßen oder mit den Füßen genial und sehr treffsicher ist. Manchmal ist er allerdings auch mit den Händen, speziell mit der Faust, treffsicher. Ja, Lionel Messi. Was hat er denn da geritten? Naja, das war, glaube ich, wirklich ein absoluter Blackout, ein Aussetzer von ihm. Ganz eindeutig eine rote Karte, den Gegenspieler so im Vorbeilauf meine ich, mit der Faust zu tun. Den Herrn Via Libre hat er da ausgenockt. Wir wissen natürlich alle nicht, ob er vorher provoziert wurde von ihm. Aber sowas tut man schon gar nicht als Lionel Messi auf gar keinen Fall. Weil er hat eine Vorbildfunktion. Viele junge Fußballer, viele Kinder, viele Jugendliche schauen auf zu ihm. Und das hat dann in dieser Form natürlich absolut am Fußballplatz nichts verloren. Schwer zu verurteilen, auch wenn ich immer ein sehr, sehr großer Messi-Fan war und immer noch bin. Aber das ist zu verurteilen. Ganz schön streng, der Herr Froneder. Das riecht ja fast ein bisschen nach Kasperl für Messi. Aber schauen wir mal, so weit sind wir ja noch nicht, weil wir einen Themenblock natürlich noch abhandeln wollen und müssen. Und das ist Handball, speziell die Handball-Weltmeisterschaft. Es ist nicht unmöglich, dass während Sie diese Sendung jetzt gerade im analogen TV sehen, unsere Handballherren in der WM gegen Norwegen spielen. Wenn das der Fall ist, dann empfehle ich Ihnen jetzt genau einen Blick auf Krone.at zu werfen. Dort werden Sie nämlich live über den Spielstand aktualisiert bzw. informiert. Bisher war es nicht ganz das Gelbe vom Ei. Nein, war eher enttäuschend, vor allem schon der Auftakt gegen die Schweiz. Die ist bekanntlich nur eingesprungen, weil es bei den USA so viele Corona-Fälle gegeben hat. Also hätten dort normal gar nicht gegen Österreich gespielt. Das Spiel schon verloren und was will man nach so einem Auftakt? Ja. Ist halt natürlich wahrscheinlich auch teamintern Feuer am Dach. War absolut nicht das, was wir uns alle vorgestellt haben und was wir auch erwarten haben dürfen. Bis jetzt. Zumal ja im Vorjahr die Latte sich selbst hochgelegt wurde mit einer tollen Performance bei der Heim-EM in Wien und in Graz. Die Bilder sind uns ja auch noch bestens in Erinnerung. Das war so ziemlich das letzte große Ereignis mit Zusehern auf internationaler Ebene. Kann man so sagen. Ich glaube, Kitzbühel-Schladming war noch danach, wenn ich mich recht erinnere. Die Skirennen, aber das waren dann schon die drei letzten in Österreich. Es ist viel zu lange her, lieber Michael. Und ich fürchte, wir werden uns noch einige Wochen respektive Monate gedulden müssen. Schauen wir einmal. Aber ein großes Ereignis ist es immer, wenn Peter Froneder zur Tat schreitet. Bitteschön. Zeugnisverteilung ist angesagt. Wer kriegt denn die Krone, wer den Kasperl für diese Woche? Du hast noch, ich darf dich informieren, 1 Minute und 35 Sekunden für die Zeugnisverteilung. Du hast es schon angesprochen, der Kasperl geht diese Woche an einen der besten Fußballer aller Zeiten, an Lionel Messi. So was tut man einfach nicht und wie gesagt, das ist auch ganz schlecht, was seine Vorbildfunktion betrifft. Da muss man sich einfach besser im Griff haben. Bitteschön. Aber jetzt? Nein, nein, natürlich. Der Hinteregger, naja, ist eh klar. Der Hinteregger hat er gespielt. Nein, natürlich die Krone an den lieben Manuel Feller. Ganz, ganz geile Leistung von dir. Ganz, ganz super. Die angeschissenen Windeln haben wir dann auch noch getaugt. Und ich glaube, dein kleiner Sohn wird auch eine Freude haben, wenn du jetzt zusätzlich zu deiner eigenen Märchenprinz-Krone noch eine bekommst. Märchenprinz und Krone. Was hat gut kann dazu einfach zu seinem Outfit. Also Manuel, kann nicht besser sein. Ne? Wir ziehen alle Hüte, die wir so aufhaben. Unterhalte und entertaine uns bitte. Ja, nächste Woche haben wir dann Schladming. Das absolute Highlight der Slalom-Saison. Leider auch ohne Zuschauer. Aber ich denke, Manuel Feller wird auch dort einer der ganz, ganz großen Favoriten sein.
Aber davor sehen wir uns in dieser Runde und hoffentlich mit Ihrer Beteiligung noch einmal, weil ein Krone oder Kasperl gibt es dann nach dem Hahnenkamm-Wochenende selbstverständlich noch, bevor es dann nach Schladming weitergeht. Für heute vielen Dank fürs Zuschauen und bitte den Österreichern in Kitzbühel die Daumen drücken, sofern es stattfindet. Wird schon stattfinden. Wiederschauen. Alles Gute.